Meine Damen und Herren, heute informieren wir Sie über den Glasfaserausbau, über das nächste Treffen von Ich bin dabei mit Menschen 60 plus und gehen auf die Gründungsversammlung der AG FFK und die Ortsvorsteherwahl auf dem Drehenthaler Hof ein. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Glasfaserausbau Otterberg. Gute Nachrichten für Otterberg. Die Deutsche Glasfaser baut das Glasfasernetz in Otterberg aus, denn es haben sich genügend Bürgerinnen und Bürger während der Nachfragebündelung für einen Glasfaseranschluss entschieden. Die Deutsche Glasfaser beginnt zunächst mit der Planung der Bauarbeiten, angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus. Die Deutsche Glasfaser informiert alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, vorab über die einzelnen Schritte und klärt mit ihnen die Details zu ihrem Hausanschlüssen. Sobald wir etwas über den genauen Zeitablauf wissen, werden wir Sie wieder über diesen Kanal informieren. Im Rahmen des Weißen Fleckenprogramms kommt der Glasfaserausbau weiter voran. In den Ortsteilen Moorbach und Wörsbach von Niederkirchen wurde bereits Glasfaser eingeblasen und ist in Betrieb gesetzt. In den Ortsgemeinden Schalodenbach und Schneckenhausen steht die Inbetriebnahme derzeit an bzw. wurde bereits realisiert. Auf dem Holborner Hof, Obersulzbach und in Katzweiler laufen derzeit die Tiefbauarbeiten. In Heiligenmoschel liegt die Glasfaserleitung am Ortsrand. Hier erfolgt der weitere Ausbau zusammen mit der Pfalzwerk AG. Ich bin dabei. Nach der Informationsveranstaltung für Menschen 60 plus wollen wir uns gemeinsam treffen, um Ihre Interessen kennenzulernen und Gleichgesinnte zusammenzubringen, Gruppen ins Leben zu rufen und Ihr Projekt nach vorne zu bringen. Diese Zusammenkunft findet am 25. Mai 14 Uhr in der Aula der IGS Otterberg statt. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Gründung der AG FFK. 41 Städte, Landkreise und Verbandsgemeinden aus ganz Rheinland-Pfalz haben in der Fruchthalle in Kaiserslautern ihren klaren Willen bekundet, sich künftig aktiv in einer eigens dafür gegründeten Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Rad- und Fußgängerverkehrs zu vernetzen und verstärkt zu engagieren. Eine Verkehrswende und die Klimaziele lassen sich ohne einen höheren Radverkehrsanteil kaum bewältigen. Verkehrsministerin Daniela Schmidt unterstützt das Vorhaben. Vom Land Rheinland-Pfalz erhält die neue Arbeitsgemeinschaft 250.000 Euro. Der Verbandsgemeinderat hat dem Beitritt bereits zugestimmt und ist damit Gründungsmitglied. Drehenthaler Hof, wie geht es weiter? Bei Erstellung dieses Nachrichtenvideos hat bisher noch kein Bewerber für das Amt des Ortsvorstehers eine Bewerbung abgegeben. Wir als Verwaltung rechnen damit, dass dies voraussichtlich erst auf den letzten Drücker erfolgen wird. Es bleibt daher spannend, ob sich kein Kandidat oder mehrere Kandidaten zur Wahl stellen. Wir informieren Sie über unsere Facebook-Seite und die Presse. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie keine Nachrichten mehr verpassen wollen. Und wir sehen uns wieder in 14 Tagen.